Was sich hier unten gut geschützt vor den heranrollenden Brechern der keltischen See verbirgt, kann keiner ahnen. Doch die Fülle an Meerrumpfern deutet es an. Und tatsächlich, hier liegt es, das Cut-Zentrum der britischen Insel schlechthin. Doch wer nun eine hochmoderne Marina erwartet, liegt falsch. Denn das idyllisch gelegene Millbrook vor den Toren von Plymouth gleicht eher einem verwunschenen Ort. Und wohl so ziemlich jeder Besucher dürfte schnell der Magie erliegen. Chef dieses Meckers aller Meerrumpf-Fans namens Multihull Center ist Darren Newton. Er hat das geschichtsträchtige Fleckchen in Cornwall vor einigen Jahren übernommen. Geschichtsträchtig eben vor allem für Katamarane, denn in den 60ern startete Pat Patterson hier mit dem Bau seiner Heavenly Twins. Die Lage der durch die Gezeiten geprägten Landschaft bevorzugte wegen der geringen Wassertiefe eher flachgehende Boote. Ein Glücksfall, denn so kann der Ort seine Einzigartigkeit bis heute bewahren, ohne eine modern angelegte Marina. Darren Newton ist das, was man wohl einen Cut-Verrückten nennt. Für ihn sind Meerrumpfer der perfekte Untersatz fürs Meer. Ich bin durch die Leidenschaft des Segelns zu den Katamaranen gekommen. Schnelles Segeln, Regattasegeln, aber auch das Fahrtensegeln. Ein Katamaran bietet so viele Vorzüge in Sachen Geschwindigkeit, Platzangebot, Leistung, Sicherheit. Es ist einfach ein fantastisches Gefährt zum Genießen. Mittlerweile baut Darren sogar neue Katamarane. Und das direkt neben dem Freilager, in dem sich so manches Boot im Dornröschenschlaf befindet. In Darrens Werft entstehen die Deskcats, umgangssprachliches Kürzel für Darrens Cats. Hochleistungsfähige Doppelrumpfer zwischen 11 und 15 Metern, vom Meister selbst entworfen. Werftchef, Ansprechpartner für alle Meerrumpf-Fans und Konstrukteur in einem. Den Tausendsasser hält es heute allerdings nicht lange im Büro, also nutzen wir die Chance auf einen Probeschlag mit den mächtigen Booten. Schnell wird klar, bei den Deskcats wird das Augenmerk auf Leistung gelegt. Geringes Gewicht dank viel Kohlefaser und dennoch ein loftartiger, moderner Ausbau, mit dem man komfortabel auf Reisen gehen kann. Bevor wir bei der rasch einsetzenden Ebbe nicht mehr zurück nach Millbrook kommen, steigen wir ins Rib um. Immerhin wollen wir uns noch genauer auf dem Werftgelände umsehen. Die Faszination von alt, vergessen und modern auf der anderen Seite hat uns gepackt. Und wer stöbert nicht gern zwischen Booten herum und träumt ein wenig davon, wie es wohl wäre, solch einen Katamaran wieder fit zu machen. Man könnte meinen, Darren Newton will hier ein kleines Cut-Museum aufmachen. Der Name Cut-Friedhof klingt dann doch zu frevlerisch. Doch sein Ansatz ist ein anderer. I hate to see boats Ich kann den Anblick kaum ertragen, wenn Boote sich nicht bewegen und ungeliebt herumstehen. Unser berühmtester Kunde war Loic Perron, der hat hier in einer Ecke seinen A Cappella entdeckt. Er grinste die ganze Zeit und freute sich über sein neues Projekt. Es war toll zu sehen, wie er den Tri seiner ursprünglichen Bestimmung zuführte. Und er war derart happy, dass er ihn gleich auch so nannte. Und mit dem Perron kürzlich immerhin die Route du Rhum zu Ende segelte. Man muss aber nicht gleich ein französischer Segelstar sein, um hier sein Boot zu finden. Darren ist froh über jeden, der eines der Boote wieder zum Leben erweckt.
Die Anziehungskraft von Millbrook, sie hat nicht nur Darren gepackt, der mit seiner Frau in der alten Wassermühle seine Heimat gefunden hat, sondern viele andere Menschen auch. Segelenthusiasten, die herkamen, um zu bleiben. There's a way of life in, on this peninsula, really. Die Art zu leben hier auf unserer Halbinsel ist besonders. Wir sind umgeben von Wasser, Kunst, Musik. Das passt alles zusammen und schafft einen fantastischen Ort, um hier zu leben und zu sein. Daher schaffen es viele auch nicht, wieder von hier fortzukommen. Und wenn, dann kommen sie immer wieder. Das Multihull Center von Cornwall, es ist einer dieser Orte, bei denen man froh ist, dass es sie gibt und bei denen man hofft, dass sie sich möglichst nie verändern mögen. Übrigens, mehr über Katz und Tries gibt es in der Yacht 24 2018 im großen Meerrumpf-Spezial.